Hallo an alle, herzlich willkommen. Heute sind wir hier mit Florian von Belfort. Florian, vielen Dank für deine Zeit. Danke, dass ich hier sein darf. Gerne. So, Florian, wenn du magst, kannst du uns etwas über dein Unternehmen erzählen, was ihr macht? Ich arbeite bei der Firma Belfort. Wir sind weltweit unterwegs und unterstützen bei Brand- und Wasserschäden, bei der Wiederherstellung, bei der Sanierung, bei der Beseitigung von dem Schaden und natürlich auch bei der Wiederherstellung, dass es am Ende so ist, wie es vorher war. Okay, perfekt. Und ihr benutzt Magic Plan seit vielen Jahren? Ja. Wann habt ihr angefangen? Wenn ich es heute richtig gesehen habe, seit 2012. Also nutzt Belfort mehr als Magic 10 Plan. Jahre schon? Ja, genau. Okay, und was hat euch überzeugt, Magic Plan zu verwenden, einzusetzen? Grundsätzlich muss man ja sagen, die komplexe Aufnahme von Daten, von dem Schaden, die Dokumentation und die dazugehörige Speicherung und Ablagerung der Informationen an einem Ort ist schon toll. Kann kaum eine andere Software in der Schnelligkeit so bieten. Okay. Und wie viele Personen benutzen Magic Plan im, sagen wir so, Alltag? Also grundsätzlich bei der Belfort arbeiten derzeit hauptsächlich nur die Projektleiter mit Magic Plan. Also wir haben noch verschiedene andere Modelle oder Führungskräfte und da sollten alle Magic Plan nutzen. Wir haben sicherlich noch Ausweichmöglichkeiten, dass wir sagen, der Kunde gibt Grundrisse oder stellt die bereit. Dann natürlich nicht. Okay. Aber grundsätzlich jeder Projektleiter arbeitet immer mal wieder mit Magic Plan. Der eine mehr, der andere weniger. Ist halt so. Okay. Und wenn du eine Funktion nennen sollst, was du sagst, okay, diese Funktion benutzen wir am häufigsten, welche wäre es und warum? Diese Funktion kann ich so gar nicht sagen, weil wenn ich einen Grundriss zeichne und hinterlege die ganzen Objekte, mache Bilder oder erstelle Bilder, bei uns ist es ja so, wir arbeiten ja mit einer Schnittstelle zusammen. Das heißt, wenn der Projektleiter das Projekt schließt auf Magic Plan, wandert es automatisch in unser hausinternes Speicherforum und dort wird es hinterlegt. Und ich glaube, das ist bei uns, also die komplexe Magic Plan an sich und aber okay. Die Funktion, ich schließe ein Projekt und automatisch ist es auf dem Firmenserver drauf. Mit allen Informationen. Okay, perfekt. Also, dass du es direkt quasi von deinem Handy in die Projektakte eigentlich packe. Okay, perfekt. Und wenn ihr neue Mitarbeiter habt, ja. Wie läuft das Onboarding, wenn jemand nie Magic Plan verwendet hat? Ich glaube, die Bereiche oder die Regionen machen es alle unterschiedlich. Bei uns ist es so in Berlin, dass wenn ein neuer Projektleiter beginnt, der hat einen Einarbeitungsplan, der geht grundlegend so knapp 6 Monate. Und in den ersten 3 Monaten ist so Indienst, dann guckt er den Kollegen über die Schulter und dann kriegt er Magic Plan eine Inhouse-Schulung. Okay. Ja, entweder von einem Projektleiter, der für gerade Zeit hat, oder auch von mir. Und dann Learning by Doing. Okay, perfekt. Und normalerweise, nur so zur Info vielleicht für die Leute, die gerade anfangen, Magic Plan zu verwenden, welche Option nutzt ihr für die Raumerstellung? Da wir viel Android-Geräte haben bei uns in der Firma, ist tatsächlich Aufmessen via Laser-Messgerät die bevorzugte Variante. Klar kann man auch die Punkte setzen. Ich selber, wenn man jetzt keine LiDAR-Funktion hat, finde es auch super schnell. Ja, ich habe ein genaues Maß durch den Laser. Dadurch, dass ich den Laser mit dem Tablet synchronisieren kann, werden da gleich die Daten übernommen. Geht kaum schneller. Okay, perfekt. Danke. Super. Florian, vielen Dank für deine Zeit. Puh. Haben wir geschafft und danke euch für Zuschauen. Danke auch. Ciao. Tschüss.